Das sieht nicht so aus, als könnte man darauf stehen. Also irgendwie habe ich nicht so ein richtiges Vertrauen. Die Kartuschen kombinieren und einsetzen. Wieso habe ich das nicht gemacht? Wieso habe ich gedacht, da oben geht es weiter? Ja, nicht viel Zeit vergeuden, sonst sind wir hier noch ewig. Also, wie wär's? Jetzt können wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Wie war's nochmal? Die Stelle bestimmt den restlichen Abend. Ach. Naja, wenigstens, also am Feuer können wir nicht mehr sterben. Wir wissen den Shortcut. Außerdem können wir... Ja, beim Spiel kann man sowieso nicht wirklich gewinnen, wenn man es nicht will. Hoffe ich zumindest. Außer wir würden nur Sechsen würfeln, aber wem passiert das? Dann gibt es das eine Secret, bei dem wir verrecken könnten. Ich werde versuchen, das zu verhindern. Und ja, ich weiß, ich habe Uzi-Munition am Anfang vergessen. Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie schlichtweg nicht mitgenommen. Ja, ich weiß, das waren 1,5 Stunden Stream und wir sind am Anfang des Levels, aber ich kann ja auch nichts dafür. Es steht groß und fett über dem Stream drauf, was für eine verrückte Challenge es ist. Und ich glaube, wer hier drauf geklickt hat, der wusste, was möglicherweise auf ihn zukommt. So, ja, den Mist nochmal. Ich bin letzten Endes gerade einfach nur gestorben, weil ich dachte, es muss da oben weitergehen. Weil mir einfach nicht in den Kopf wollte, dass es ja noch eine andere Stelle gibt, an der es weitergehen könnte, nämlich unten. Ja, es variiert, wie lange man beim Minispiel braucht, weil es halt zufallsbasiert ist, das stimmt schon. Also falls wir Glück haben, ich sag das jetzt ganz bewusst, jemand kann ja mitzählen. Aber falls wir Glück haben, sind wir in 10 Minuten wieder da, wo wir gestorben sind. Also, viel davon, dass es so langsam ging, sage ich mal, war ja auch der Tatsache geschuldet, dass ich das Level nicht kannte und ein bisschen Angst hatte an vielen Stellen. Möglicherweise geht das alles relativ fix. So, da, dann das. Keine Sorge, ich habe das Secret nicht vergessen. Nehmen das nur im Nachhinein. Auch wenn es jetzt gerade wahrscheinlich schneller gewesen wäre, es direkt zu nehmen. Bei den Stangen weit genug wegstehen, wenn man dran springen will. Ja, darauf sollte ich wirklich achten. Das Schneemobil in Tomb Raider 2. Das hat definitiv länger gedauert als diese popligen 1,5 Stunden. Das stimmt. Ich bin gerade gestorben, also muss ich 2 Dinge betonen. Erstens, dass das ja überhaupt nicht schlimm ist und zweitens, dass es ja schon viel Schlimmeres gab. So, jetzt hier wieder ein Shortcut. Kein Ding. Überhaupt kein Ding und jetzt packe ich es nicht mehr, passt auf. Doch, ich hab's geschafft. Erster Versuch. Lol, bin derselbe. Das ist es halt. Das ist ein wichtiger Teil der Challenge, der im Prinzip gar nicht drin steht. Ich bin halt unvorbereitet. Ja, heute wurde nur Tomb Raider gestreamt. Ich bin halt unvorbereitet. Es ist gewisserweise fast blind.
Und das ist natürlich bei so einer Challenge nochmal eine Riesenschwierigkeit. Ich habe die nicht extra dazu geschrieben, weil das ja verschwindet, nachdem ich das erste Mal durchs Level war und irgendwo gestorben bin. Aber man sollte es nicht vernachlässigen, ignorieren. Destro fragt, wie lange ich streamen werde. Ich würde sehr gern wenigstens dieses Level schaffen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich per Eid dazu verpflichtet habe, bis zum Ende des Levels zu streamen. Aber aktuell ist das durchaus mein Ziel. Zurück! Lara, zurück! Wir haben es geschafft. Ich war so glücklich. Ich war eben so glücklich, als ich das Secret bekommen habe. Mann. Aber der Shortcut hilft wirklich sehr weiter. Danke nochmal an wer auch immer mir diesen Hinweis gegeben hat. Ja, genau, fast blind, aber Chat darf helfen und ab und zu gucke ich in die Lösung. Das ist halt, es kann nicht wirklich ein Teil der Challenge sein. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch nichts, das man total ignorieren kann. Also das macht es schwieriger, als wenn ich jetzt das einstudiert hätte einfach. Und euch in diesem Stream zeigen würde, was für ein cooler Junge ich bin. Das ist dann doch nochmal ein bisschen einfacher. So, hier war eine Leiter, genau. Und dann müssen wir nochmal kurz hoch das erste Secret holen. Wir haben das zweite bereits aufgesammelt. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht nach dem Brettspiel gespeichert habe. Denn das hätte die Challenge dann wirklich ein bisschen witzlos gemacht. Wirst du auch andere Spiele streamen? Ja, klar. Aber nicht heute. Also heute ist erstmal nur Tomb Raider 4. Aber so langfristig, und damit meine ich so die nächste Woche oder so, habe ich schon vor, auch anderes zu streamen. Und das werden dann teilweise auch reine Streams sein, wo ich ein bisschen mehr auf den Chat eingehe und so weiter und so fort mit Facecam. Aber das hier ist jetzt erstmal nur die Aufnahme von Tomb Raider 4. Hurra! Und es ist wirklich schön, so einen Chat zu haben, auf den man eingehen kann. Weil der füllt dann irgendwie die Lücken, mindestens, die Lücken, in denen man sonst wahrscheinlich nichts gesagt hätte und nur irgendwelche doofen Geräusche gemacht hätte. Ich bin tot. Ihr kennt es ja. Warte mal, hier sind wir hoch. Hier sind wir doch hoch, richtig? Ja, klar. Entschuldigung, das war Bug-Tracking. Aber es gab die andere Seite. Da müssen wir hoch. Kein Chris schreibt kein Chat. Genau, ich will jetzt sehr regelmäßig streamen und es macht mir einfach mega Spaß. Selbst wenn dann so ein riesiger Fail passiert. Ist es einfach nochmal was Zusätzliches zu den Let's Plays. Was Cooles irgendwie. So. Ich trinke Tee. Ich trank Tee. Das Gesicht. Den Zuschauern die Wahl geben, was für ein Stream das wird, irgendwann. Aber erstmal wahrscheinlich nicht, weil... Ah, ich weiß nicht. Demokratie und so ist ja schon scheiße. Nein, hallo Yami4Senpai, sie findet Demokratie überhaupt nicht scheiße. Ich ja nicht. Quatsch, ich ja auch nicht. Aber...
Ich glaube, am Anfang würde ich schon gern noch selbst wählen, was ich streame. Yay! Direkt genatzt worden. So lob ich mir das. So muss dieses Spiel sein. So, wir könnten jetzt mit dem Grünen den Gegner platt machen. Wollen wir nicht, deshalb gehen wir mit dem Roten. So. Kommt diese Phase wieder. Nicht so spannend. Wie viele habe ich? Zwei. Zwei, wenn ich den Roten jetzt nehme, mache ich dich, glaube ich, platt. Nehme ich besser den Blauen. Das war der Grüne? Hm. Ja, stimmt, klar, der Grüne. Grün? Grün kann gerade eigentlich nichts kaputt machen. Rot. Genatzt? Ja, ist denn 2006? Weiß ich doch nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass das veraltet ist. Dass man das jetzt nicht mehr sagt bei den coolen Kindern. Rot? Ja, rot. Okay. Ich find's halt sehr absurd, dass ich jetzt beim Spiel, im Spiel, feiere, wenn ich versage. So, den Roten darf ich nicht mehr bewegen. Das wäre gerade sehr doof. Sehr doof wäre das. Ja, ja, sehr doof. Grün 2. Zack. So, Gegner, komm, mach mich fertig, Gegner. Weißt doch, du bist der Coolste. Ja, das geht relativ schnell. Es fühlt sich nur wie eine Ewigkeit an. Weil es passiert nicht sehr viel. Ach nee, ich habe eine 6 gewürfelt. Okay, wir nehmen den Blauen. So. Hoffen, dass wir jetzt nicht... Bin ich jetzt 6 Felder gegangen? Ja. Hoffen, dass wir nicht nochmal eine 6 würfeln. Sonst gewinnen wir hier noch. 2. Könnte ich den Grünen? Genau. So, jetzt kann ich leider nur noch den Blauen bewegen. Ohne das Risiko, dass was Dämliches passiert. Okay, er hat erstmal den Grünen fertig gemacht. Super. Na, ist auch so ein Satz, ne? Sollte man vielleicht nicht sagen. Marco nicht so der Umweltschützer. Einen Schritt könnte ich gehen. Ja, geh mit dem Grünen. So, Gegner. Der Gegner gewinnt. Ich bin happy. Ist das jetzt schon der... Nicht der Rote. Okay. Nicht mit dem Roten bewegen. Ich habe große Angst vor Kommunismus in diesem Spiel. Ja, der Gegner hat nur noch eine Figur. Also, er könnte jetzt gewinnen. Er könnte mich natzen. Oh, bitte keine 2. Keine 2. Auf keinen Fall. Arschloch. Du Arschlochwürfel. Ich müsste dann mit dem Roten. Ja, ich muss jetzt mit dem Roten. Sonst werfe ich den Gegner zurück. Gegner kriegt auch eine 2. Jetzt bitte keine 4. Okay, ist nur eine 2. Nur eine 2, alles gut. Damit kann ich laufen. Komm, Gegner, komm, würfel eine 5 oder was das ist. Okay, so geht's auch. Der Gegner hat gewonnen. Ich
weiß nicht, ob man Nazen in einer bestimmten Region sagt. So. Geschafft. Wir haben es geschafft. Genau, ein Secret erreicht man tatsächlich nur, wenn man verliert. Also, nicht da rein. Es war das linke. Ein Secret kriegt man nur, wenn man verliert. Ich muss mich jetzt kurz hoch konzentrieren. Damit ich es wieder so schaffe wie letztes Mal. Geschafft, geschafft, geschafft. Ich hab's geschafft, geschafft, geschafft. Ich bin der Beste, der Beste, der Beste. Oh, Leute, okay. Müssen wenigstens nicht mehr von vorne anfangen. Und je nachdem, wie der Rest des Levels ist, müssen wir das auch nie wieder. Also nehme ich ab hier mal wieder das ganze Zeug mit. Hehe, er hat schafft gesagt. Wieso finde ich das witzig? Oh. Bitte, Lara, tu mir in meinem wahrscheinlich noch langen Leben diesen einen Gefallen. Wie sie direkt schreiben, gleich stirbt er. Nicht nur so, nein, warum sagt ihr denn sowas? Ihr müsstet doch mittlerweile wissen, was für ein Pro ich bin. Bitte, bitte. Okay, ist nicht gerade, ist nicht... Oh, cool. So. Wir können dann die Seiten, ignorieren wir. Da war nichts Wichtiges. Genau, Lara, so war das. Also erstmal darüber... Das war jetzt, glaube ich, einfach nur der erste Hammerraum. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Außer, dass wir den... Oh, nee. Gegner vergessen. Scheiße. Aber kein Thema. Auch wenn einer aus irgendeinem Grund jetzt zwei Schrotflintenschüsse überlebt hat. Aber naja. Bei dem Feuergeist... Es gibt einen Feuergeist... Okay, in der Nähe des Feuergeistes gibt es auch einen Pool mit Wasser. Gut. Was ist ein Feuergeist? Ich kann mich an nichts erinnern. Das hier ist das Grab von Semerket, glaube ich. Eins der früheren Level tatsächlich. Ist ein ganz normaler Ort, den muss man durchschreiten, wenn man... das Spiel durchspielen will. Und für die, die heute das erste Mal dabei sind, lustigerweise sind wir bis hierhin eigentlich vergleichsweise problemlos durchgekommen. Wenn man von ein paar Dingen mit der Sprinttaste absieht, sind wir eigentlich vergleichsweise gut durchgekommen. Und jetzt kommt einfach mal dieser Wahnsinn hier. Okay, also, wer war hier? Nicht darunter fallen. Mach's nicht, Marco. Mach's nicht. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Vielleicht sollte ich aufhören, mit mir selbst zu reden. Nein. Ich hab ja sonst niemanden. Einfach darüber. Wenn das nicht klappt, ist das auch nicht schlimm. Und hier drunter. Drunter. Hier drunter. Genau, das Secret bei den Türen, weiß ich noch. Oh, wertvolle Munition. Ich glaube, Pfeile könnten wichtig werden. Bolzen sind das ja. Für die Armbrust.
So, hier könnte ich jetzt sterben. Wenn ich sehr, sehr doof wäre. Aber erfahrungsgemäß bin ich das nicht. Wobei, eben das war auch so eine Stelle, an der man eigentlich nur sterben kann, wenn man sehr, sehr doof ist. Das Spionage-Level. Auf meinem Grab wird stehen, ist das dein Ernst? So, die Stange ignorieren wir jetzt mal. Ich meine, da oben an der Stange war kein Secret, ne? Also im Grunde genommen brauchen wir sie nicht. Nicht jetzt zumindest. Und wir holen uns das zweite Teil von diesem komischen Amulett. 5 Tode? Es waren wirklich erst 5? Es fühlt sich ganz anders an. Oh nein, Palish folgt mir. Palish möchte zusammen mit Richterin Barbara Palish sehen, wie ich gewinne. Ansonsten komme ich nämlich ins Gefängnis. Oh weh. Ja, Streams zu Custom-Leveln, das wird nochmal interessant, weil man bei so einem Custom-Level zu spielen, ist ja so eine Hit-or-Miss-Sache, also es kann mega genial sein, es kann ganz okay sein, es kann aber auch nicht so gut sein. Damit meine ich jetzt gar nicht so, neutral gesehen, so. Objektiv nicht gut, sondern damit meine ich eher, es kann ein Level sein, mit dem man selbst einfach gar nichts anfangen kann. Und das ist dann nicht so toll. Aber naja, mal schauen, wie es wird. Erstmal haben wir noch das hier. Das würde ich dann lieber erstmal schnell durchziehen. schnell ist natürlich ein Wort, das kann man unterschiedlich interpretieren. Oh, nicht darunter fallen. Okay, da stirbt man nicht, aber trotzdem. Warte mal, hatte ich jetzt eigentlich das Secret in einem Spalt in diesem Raum? Also, da war ja, glaube ich, eins. Oder ich glaube, ich verwechsel da was. Jetzt auf jeden Fall erstmal runter. Genau. Kann ich die jetzt schon kombinieren, die Teile? Bah, Kartusche. Und guckt sie an und denkt sich so, bah, ist das widerlich. Kein Chris hat gerade laut gesagt, dass er eine Pizza hat. Das heißt, er muss mit allen teilen. Das ist ein intergalaktisches Gesetz gar. Gehen wir alle mal zur Bar. Ach nee. Sprungplattform? Nein. Gut. Lara, setz deine Bar da ein. Okay, das funktioniert nicht. Dann ist das wohl die von der Tür. Hunde.
Ich meine Löwen, natürlich. Löwen. Kängurus. Was rede ich für einen Schwachsinn heute wieder? Kängurus natürlich. Okay, das ist die Zeitgesteuer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich guck mal in die andere Richtung. Seehunde. Auch gut. Von mir aus Seehunde. Okay, da ist so ein Hebel, verstehe. Was bitte passiert eigentlich, wenn man hier reinfällt? Ach, da kann man gehen. Okay. Ach, dann will ich nichts gesagt haben. Ja, der Hebel scheint nicht so zu erreichen sein. Warte mal. Wir haben was geöffnet gerade. Lara hat mal wieder zwei Fackeln in der Hand. Zwei Fackeln, die sie wegwerfen kann, während man an der Leiter hängt. Okay. Also es ist wohl wie folgt. Ich kann die Spielfigur ein bis zwei Felder verschieben. Ich werde eins machen. Und dann geht das Feuer wieder an. Okay. Gerade dran springen. Ich schau mal, ob das geht. Nee, das geht auch nicht. Demnach müssten wir irgendwas anderes finden. Ich geh mal da hoch. Eigentlich sollte ich an den Hebel doch schon ranspringen können. Naja, aber Moment mal, interpretiere ich das richtig? Das Feuer ist ja erst da hinten. Das heißt, eigentlich ist das jetzt egal. Eigentlich sollte ich den Spielstein ja bis zum Feuer ziehen schieben können. Lara, hör auf, hör auf. Hör auf zu ziehen, du musst schieben. Ziehen ist hier irgendwie keine so gute Idee gerade. Bis zum Feuer oder bis ins Feuer? Ich glaube, die Kollisionsabfrage tut so, als stünde sie auf dem Feld. Also wäre es besser, wenn ich es nicht in das Feuer schiebe. Hoffe ich mal. Ist auch nicht so, als würden wir dadurch ewig Zeit sparen. Okay, hier kann man sich fallen lassen. Hier ist dann Wasser. Für den einen oder anderen Brennenden. Manchmal laufen hier brennende Laras rum. Bis zum Feuer, nicht weiter. Gut. Weil ins Feuer, wie gesagt, ich vermute, dann hätten wir angefangen zu brennen. Nein. Chat, benimm dich. Nicht ins Feuer. Chat, das kannst du auch nicht tun. Nicht ins Feuer. So, also Routeplan. Hurra. Wir ziehen an dem Hebel. Drehen uns um. Laufen ganz schnell da hoch. Klettern die Stange hoch. Schieben das Ding um ein Feld. Hauen dann ab. Machen dasselbe nochmal. Und das ganz oft. Und dann kommt irgendwo noch ein Feuergeist. Hurra. Das aber später. Ach, die Musik.
Schieb, Lara, schieb. Okay, nur ein Feld. Dann hören wir auf. Ich will lieber sicher gehen. Wie viel Zeit hätten wir noch gehabt? Es ist aber schon relativ viel Zeit dafür, dass wir es nur um ein Feld verschieben. Um genau zu sein, ist es ziemlich viel Zeit. Wieso brennt es nicht? Also, ich hätte vermutet, dass es... Vermutlich brennt es, wenn ich, sobald ich den Spielstein... Doch, es ist zeitgestört. Aber wir haben massig Zeit. Ja, die Musik ist super. Die habe ich auch in einem Tales Gaming Highlight benutzt. Also es brennt wirklich. Es fängt wieder an zu brennen. Aber ich finde, zwei Felder schaffen wir in der Zeit auf jeden Fall. Die Zeit reicht, um den Stein vom Anfang bis Ende... Okay, das wusste ich nicht. weil Petruschka meinte, ein bis... Ich sag's schon wieder. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, meinte ein bis zwei Felder. Aber wenn es reicht, um bis zum Ende zu schieben, mache ich das jetzt beim nächsten Anlauf. So, außer es geht irgendwas schief natürlich. Dann sterbe ich. Ja. Keine Musik mehr. Menno. Ich mochte sie. Oh, da sparen wir ja nochmal immens Zeit. Okay, das geht auf jeden Fall. Achtung, automatische Hämmer. Danke dafür. Ja, das geht sowas von. So, weg von den Hämmern. Weg von dem Feuer. Und dann liegt da auch noch was. Automatische Hämmer, sagt er. Heißt das mehrmals? Weiß es nicht. Wir nehmen's. Und weg. Geil. Was ist das? Was ist das? Was habe ich gewonnen? Ra-Kartusche. Okay. Wollte schon immer eine... Ra-Kartusche. Was auch immer eine Ra-Kartusche ist. Ich wollte sowas schon immer haben. Glaub mir doch. So. Okay. Falls wir wirklich nochmal sterben, ist, glaube ich, auch das alles relativ schnell nachgeholt. So, das ist jetzt eine Treppe. Ich muss nur kurz gucken, ob ich ein Secret bereits... vergessen habe. Leibe für alle. Okay. Rhabarber. Wie spät haben wir denn? Ach so, ja, ich würde sagen, 21.15 Uhr ist. Wir machen eine kurze Pause, bevor wir weitermachen. 5 Minuten. 10. Also, ungefähr bis 2.19 Uhr. Nein, ungefähr bis 21.25 Uhr. Richtig? Okay, 21.25 Uhr geht's weiter. Bis...